Oh ja, das ist was Gutes. Auf jeden Fall was Besseres. Alter, große Bachforelle, wie es ausschaut. Ich habe keine Kontrolle über den Fisch. Mann, auf sowas kann ich verzichten, ehrlich gesagt. Null Kontrolle. Ja, Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Erik und ich sind wieder unterwegs. Diesmal geht's mit Streamer auf Forelle. Jetzt kurz nach dem Hochwasser, denke ich, perfekte Bedingungen. Heute ist der erste Tag, wo das Wasser unten ist, aber auch eine gewisse Sichtigkeit besteht. Noch leicht angestaubtes Wasser, das ist perfekt. Ich fische eine Schnurklasse 6 mit einem kurzen Sinktipp. Schwarzer Wulli-Bagger dran. Erik ganz verwegen Schnurklasse 7 und fetten Koppenstreamer dran an Floating-Schnur. Bin mal gespannt, was besser performt. Ich bin mir nicht sicher, ob ein langer Sinktipp vielleicht doch besser wäre. Wir werden es rausfinden. Los geht's. Oh! Ersten Biss gehabt. Ja, erster Biss gehabt. Ich fische eine kurze Sinktipp. Ich werfe die jetzt aus. Und dann lasse ich sie erstmal, weil das Wasser auch ein bisschen ruhig ist, ein bisschen absinken. Rutenspitze ins Wasser. Damit ich tief fische oder tief bleibe. Den Streamer nicht an die Oberfläche hochhole. Und wirklich bis zur Rutenspitze ran. Also der Biss kam mir jetzt auch kurz vor der Rutenspitze. Deshalb war es mir echt, ja, war schwierig, den Anhieb zu setzen. War auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja, aber die hat leider Metall geschmeckt. Die kommt nicht nochmal, aber vielleicht steht da ja noch eine. Wieder auswerfen, absinken lassen ein bisschen. Ein bisschen Schnur menden. Ja, ich habe da die Querstimmung, ein bisschen menden, damit der Sinktipp schön absinken kann. Rutenspitze ins Wasser und dann einstrippen. Wieder absinken lassen. Die Strömung treibt jetzt die Schnur nach links, deshalb mende ich jetzt quasi den Strom auf, entgegen der Strömung, damit der Sinktipp in Ruhe absinken kann. Und dann fange ich erst an mit Strippen. Ja. Ah, kleiner. Ah, kleine spritziges, kleine Bachforelle. Zack. Bachforelle. Ja. Aber es ist auch schön zu sehen, dass auch kleine Fische im Wasser sind. Spricht für den Bestand. Und ab und zu muss man halt auch ein bisschen, ich habe es gesehen, den Spot bearbeiten. Aus verschiedenen Winkeln heraus. Man muss halt beim Fliegenfischen mit der Strömung arbeiten. Ne? Manchmal muss man sich anders stellen, sodass man den Streamer halt anders absinken lassen kann, anders einholen kann. Das ist halt nicht so wie beim Spinnfischen. Haust halt einen Kunstköder rein und kurbelst ein. Da bist du nicht so abhängig von der Strömung. Ne? Deshalb nicht immer gleich aufgeben, eine Stelle aus verschiedenen Winkeln befischen. Das bringt dann doch nochmal Fisch. Ah, schon wieder einen Anfasser gehabt. Ja, der Biss kam genau da, wo ich ihn erwartet habe. Ihr habt dort die Strömung, seht ihr? Dort die Strömung und genau an der Grenzschicht ruhiges Wasser zur Strömung. Dort sitzen oft oder am meisten die Forellen und gehen dann kurz ins schnelle Wasser, um was sich zu fressen zu holen. Und genau da kam der Biss. Erik, ganz konzentriert bei der Sache, fischt einen ruhigen Abschnitt ab. Aber ich fühle es irgendwie überhaupt nicht. Sieht zwar geil aus, aber irgendwie glaube ich nicht, dass der Fisch ist. Da ist einfach zu wenig Struktur im Wasser. Ich dachte, dass am gegenüberliegenden Ufer, dass das mehr Struktur irgendwie im Wasser ist. Ist aber nicht. Ist alles ziemlich sauber am Grund. Ich glaube nicht, dass da sich Forellen einstellen. Zumindest nicht dauerhaft. Ja, oh, nein, 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 bitte nicht. Oh, ja, und Fliege ist weg. Und da war eine große Forelle. Wunderbar. So, habe ich gleich mal die Gelegenheit oder den Streamer-Verlust genutzt, um die Fliege zu wechseln auf ein größeres, auch schwereres Modell. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich muss ein bisschen weiter runter. Oh ja. Oh ja, das ist was Gutes. Oh ja. Erik! Scheiße, 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 ey. Oh, ist noch dran, ist noch dran. Okay, das ist was. Auf jeden Fall was Besseres. Alter! Ich versuche sie hier ins ruhige Wasser zu bringen. Die ist gut, ah. Scheiße, ey. Große Bachforelle, wie es ausschaut. Alter! Die ist gut. Gleich gewechselt auf großen Streamer. Oh, hat sie an der Seite gerissen, oder was? Beim Attackieren vom Streamer. Die ist bis an der Seite gerissen beim Attackieren.
Die ist gut. Die ist gekommen, hat den Streamer attackiert. Er hat sich dann irgendeine Seite selber gehakt. Keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Er hat keine Kontrolle über den Fisch. Oh. Auf sowas kann ich verzichten, ehrlich gesagt. Das war ein schöner Fisch, aber null Kontrolle. Steht wie ein Scherbrett in der Strömung. Ja, der Schwan, wunderbar davor. Schwan noch auf dem Weg. Oh, ey, sorry, Buddy. Was? Ist eine Forelle, ja? Bachforelle. Alter, ist die drauf geballert. So, da kommt ein Fisch näher. Da kannst du einen Kescher nehmen. Zieh ihn raus. Ja, das ist der Vorteil von zwei Leuten am Wasser. Ach doch, Regenbogen. Nee, das ist eine Bachforelle. Nein, das ist eine Bachforelle. Halt deine Füße zusammen. Los! Und? Bachforelle. Bachforelle. Alter. Ey, die ist so draufgeballert, aber die hat den Streamer verfehlt. Das ist die gute. Er hat den Streamer attackiert. Hat sich dann an der Seite irgendwie gerissen oder vielleicht hat sie auch den Streamer erst im Maul gehabt. Und dann erst während des Drills sich irgendwie den Streamer irgendwie in die Seite reingehauen. Keine Ahnung. Aber die ist voll draufgeballert. Aber volle Möhre. Ja gut, lassen wir sie mal schnell zurück. Bringen wir gleich ins klare Wasser rein. Ja, nicht genau, nicht so ins Angetrübte, das ist auch häufig besser, das einfach ins Klare zu setzen, dass keine Sedimente großartig durch die Kiemen gehen müssen in dem Falle. Ich bin natürlich ein bisschen gestresst, aber schön, wie sie wegspringt. Boom. Sehr gut. Ja. So, wieder zurück am Spot des Verbrechens. Ja, ich werfe da natürlich jetzt nochmal rein. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt nochmal was kommt, aber na, man weiß nicht. Mal reinhalten die Route hier in das Loch. Aber es war schon krass, ne? Ich habe da, keine Ahnung, wie oft mit einem Woolybugger reingeworfen. Nix. Große Baitfish-Streamer dran gemacht und sofort drauf. Also, große Bachforellen, die sind so räuberisch. Das ist der Wahnsinn, ey. Also, im Zweifelsfall, wenn er nichts fangt, nicht downsizen, upsizen. Schon oft gehabt, gerade bei Salmoniden. Da ist mein Woolybugger, den ich vorhin abgerissen habe. Glücklicherweise, muss man sagen. Glücklicherweise. Weil ansonsten hätte ich den Streamerwechsel nicht vollzogen und hätte womöglich die Forelle nicht gefangen. Was? Auf so einen großen Streamer? Na komm. Das gibt's doch nicht. Guckt euch das an, ey. Oh, Anfasser gehabt. Gleich nochmal zurück, das Ding. Auch da wieder an der Strömungskante, ne? Einfach mal in die Strömung reinwerfen und dann von der Strömung ins ruhige reinziehen. Ruhig ich mal hier ins ruhigere Wasser rein. Nichts auslassen. Ich stelle systematisch immer durchfischen. Aus verschiedenen Winkeln. Jede Bucht, jede Tasche, jede Strömungslinie, jeder ruhige Bereich. Manchmal stehen auch die Forellen dort, wo man sie überhaupt nicht vermutet. So im ganz flachen, ganz ruhigen Wasser beispielsweise. Ah, Hänger. Nach jedem Hänger auf jeden Fall. Schauen, Haken noch scharf und ein Zugtest. Ganz wichtig. Im Zweifelsfall nochmal neue Knoten, aber ich denke, da hält. Schon sehr viele, vor allem auch große Fische, selbstverständlich große Fische verloren, weil ich einfach zu faul war, nochmal anzuknoten. Und einen Zugtest zu machen. Ganz wichtig. Nils! Nils! Kannst du noch lauter schreien? Na nee, weil du es ja nicht hörst. Aber ein Döbel. Musst du wahrscheinlich keschern. Oh ja, der ist gut. Erik hat einen schönen Döbel gefangen. Oder zumindest gehakt und jetzt hat er ihn gefangen. Wundervoll. Zack.
Wundervoll. Das ist ein Rainy. Ja, gut drauf, das Vieh. Ein bisschen eingewickelt. Die gute, hm? Ah, hier ist auch eine Bachforelle. Krass, hätte jetzt gedacht, das ist eine Regenbogenforelle. Zack, drin ist er. Wunderbar. Da kommt gleich wieder zurück. Zack. Ich will nochmal runterfahren und nochmal die ersten drei oder so fischen. Ja, machen wir das. Never give up! Letzte Stunde nochmal nutzen. Wir fischen jetzt nochmal die Wehre durch, die wir heute früh befischt haben, wo wir teilweise gefangen haben, teilweise nicht gefangen haben oder Nachläufer bekommen haben. In der Hoffnung, dass wir jetzt die wir nicht bekommen haben, bekommen können. Erik arbeitet da hinten an der Forelle, die er heute Nachmittag mal kurz dran hatte. Oh, nein! Was für eine? Was war es für eine? So, kurze Zusammenfassung des heutigen Angeltages. Ein paar Forellen konnten wir fangen. Sinktipp war auf jeden Fall die bessere Wahl. Definitiv ein Vorteil. Den ganzen Vormittag, beziehungsweise bis um drei etwa, habe ich mit Floating gefischt, zwar mit beschwerten Streamern, aber tja, bis auf ganz am Anfang und eine Forelle zwischendurch war das eine relativ schwierige Angelegenheit. Ja, genau. Ich habe mit kurzer Sinktipp gefischt, hätte vielleicht sogar eine richtige lange Sinktipp nehmen müssen, weil ja, das Wasser war recht klar, Sonne stand weit oben, Wassertemperatur war unten und ich denke, dass die Forellen noch hart am Grund waren. Ja, jetzt am Schluss hatte Erik noch, ja, du hattest noch ein paar 60er, ja, ich hatte jetzt, oder genau, was? So, die waren so zwischen 50 und 60 beide, die ich verloren habe, hatte beide kurz vorm Ufer gesehen. Beide ausgestiegen hier. So ist das manchmal bei den Forellen. So ist das. Nicht ganz so einfach. Ja, ihr seht, wir haben bis zum Schluss durchgezogen. Es ist dunkel. Wir machen jetzt nach Hause und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.